Ich wurde darum gebeten, mal kurz meine Meinung zum Thema Nahrungsergänzungsmittel zu sagen. Ihr wisst ja, ihr kennt vielleicht meine Seite, ihr kennt meine Meinung. Ich will trotzdem nochmal sagen, wie ich so dazu stehe. Nahrungsergänzungssupplements. Ich habe eine ziemlich klare Meinung und vertrete die auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Ich glaube, heutzutage ist das gar nicht mehr so ein großes Thema. Früher dachte man, oh, Eiweiß ist schädlich und die ganzen Nahrungsergänzungsmittel, Anabolika oder ähnliches, hat damit gar nichts zu tun. Nahrungsergänzungsmittel, man sieht es ja auch bei DM, bei Aldi, überall gibt es jetzt schon Nahrungsergänzungsmittel. Eigentlich ist es nichts anderes als Nahrung. Ne? Also es ist wirklich zum Teil herausgearbeitetes, filtriertes Eiweiß oder es sind Kohlenhydrate. Es wird sehr schonend hergestellt. Die Hersteller lassen sich da wirklich viele Sachen einfallen, um wirklich die ganzen Nährstoffe drin zu lassen. Es ist nichts Künstliches dran, es ist nichts Gefährliches dran. So, ihr kennt jetzt kurz gefasst meine Meinung zum Thema. Vielleicht nehmt euch davon was an. Wichtig ist trotzdem das richtige Training, da gehen wir jetzt auch hin. Also motiviert euch, holt euch alle Infos, die ihr braucht und trainiert hart. Wir sehen uns dann im Gym.